Nachdem ich heute schon bei Rewe war, um 8 Uhr morgens, und ich dann gesehen habe, dass sie nur noch eine Sorte Gönnergy haben, und zwar den roten, war mein Tag schon mal übelst gelaufen. Dann bin ich am Arsch der Römer noch zu einem Kaufland gefahren, die dann zum Glück noch alles hatten. Und jetzt teste ich den neuen Energy Drink von Monte, und zwar Gönnergy. Wie geil ist das bitte? Ich habe natürlich direkt erstmal hier einen Vorrat geholt. Keine Ahnung, wie das Ding schmeckt. Aber ich hoffe und denke mal gut. Wir haben hier seit heute erst rausgekommen den neuen Energy Drink von Monte Gönnergy in 3 verschiedenen Sorten. In Blaubeere, Kokosnuss, in Tropical und in Käsekuchen Himbeer. Also Raspberry Cheesecake, Tropical und Blueberry Coconut. Und ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, wie das Ding schmecken wird. Ich habe es schon mal so ein bisschen gerade in den Kühlschrank getan. Und wir fangen jetzt einfach hier mal an mit Tropical. Und am meisten freue ich mich auf das Rote. Und ey, gönnt euch mal bitte. Also, so muss das klingen. Auch das Design finde ich ultra nice gemacht. 500 Milliliter für 1,49 € oder so. Plus Pfand. Also vom Preis völlig in Ordnung. Und wir probieren es das erste Mal. Tropical. Oh ja. Schmeckt überhaupt nicht wie ein Energy, muss man sagen. Sehr, sehr erfrischend. Süß, muss man sagen. Erinnert mich so ein bisschen an einfach Multivitaminsaft, so mit Kohlensäure. Aber schmeckt nice. Also definitiv, safe, kann man trinken. Ich glaube, ich bin noch mehr gespannt auf die anderen Geschmäcker, die nochmal eher so ein bisschen besonders sind. Und wir machen jetzt weiter. Ich würde sagen, erstmal mit dem blauen. Blueberry Coconut. Den Geschmack kennt man schon von Red Bull. Oh, das ist hier spritzig, Mann. Oh mein Gott. Den Geschmack kennt man schon von Red Bull. Ich bin gespannt, ob es wie Red Bull schmeckt. Und eigentlich, und welcher Geschmack überwiegt. Ob das eher Blaubeere oder eher Kokosnuss ist, weil viele sind ja auch nicht so Kokosnuss-Fan. Und wir probieren jetzt den zweiten blauen Gönnergy. Ja. Boah, schmeckt sehr nice. Müsst ihr unbedingt probieren. Das ist übrigens gar kein Werbevideo. Und nur weil ich Monte feier und privat gucke, ist das jetzt gar nicht so, oh mein Gott, wie geil, sondern ehrliche Meinung soll man ja sagen. Das hat der Monte auch selber gesagt. Zum Schluss werde ich die Dinger nochmal bewerten. Aber jetzt bin ich gespannt auf mein Favorite, und zwar auf den roten. Und zwar Raspberry Cheesecake. Ich habe keine Ahnung, was ich erwarte vom Geschmack. Oh mein Gott. Okay, hier geht ein bisschen, aber ja. Ich bin jetzt sehr, sehr gespannt. Und riechen her. Oh mein Gott, riecht das nice. Ja, also rot riecht auf jeden Fall am krassesten. Oh mein Gott. Boah. Boah, irgendwie ein Geschmack, den ich so noch nie geschmeckt habe, muss man sagen. Wenn mich jetzt einer fragen würde, was das für eine Sorte ist, dann könnte ich das bei Gelb sagen. Ja, irgendwie so tropical, so ein bisschen fruchtig-artig. Blau auch noch. Bei Rot glaube ich eher am wenigsten. Also wenn mich dann jemand fragen würde, ey, was ist das für eine Sorte? Müsste ich echt richtig, keine Ahnung. Aber es schmeckt nicht scheiße. Es ist krass. Also, ist ein ganz eigener Geschmack. Ich glaube aber, dass mein Favorit bis jetzt, ändert sich ja oft auch, bis jetzt der blaue ist tatsächlich. Also bei Red Bull habe ich es irgendwie nicht so gefühlt. Da trinke ich dann eher lila oder blau. Aber generell trinke ich eigentlich auch gar keinen Red Bull. Aber Gönnergy ist nämlich auch viel gesünder als Red Bull. Hier ist nämlich kein Zucker drin. Also ist alles Zero. Man schmeckt es aber nicht, dass das Zero ist. Also what the fuck. Dann ist das auch viel, viel besser vom Koffeingehalt her. Weil das nicht künstlich ist, sondern irgendwie pflanzlich oder so. Das Ding hat auch so gut wie keine Kalorien. Und kann man sich einfach komplett eiskalt gönnen. Und während ich mir jetzt noch ein bisschen Gedanken mache, kommen wir jetzt zur Bewertung. Man soll seine ehrliche Meinung sagen, und das tue ich auch. Ich persönlich finde alle ultra nice. Finde das ein sehr, sehr gelungenes Produkt, was definitiv mit großer Konkurrenz mithalten kann. Und fange jetzt mal an bei dem Gelben. Ja, Tropical. Sehr, sehr irgendwie, also ist süß, schmeckt fruchtig. Würde ich eine 8 von 10 geben.
Finde ich aber sehr, sehr solide, werde ich mir gönnen. Kommen wir zum Blauen. Heute mein Favorite auf jeden Fall. Mal ist es irgendwie mehr Kokosnuss, mal mehr Blaubeere, immer was Besonderes. Finde ich sehr, sehr nice. Kriegt von mir eine 9,5 von 10. Luft nach oben ist immer. Aber finde ich ultra geil. Finde ich sehr, sehr nice. Rot, überraschender Geschmack. Geschmackssorte könnte ich nicht zuordnen, aber die Kombi ist schon sehr, sehr wild. Gibt es so jetzt draußen, glaube ich, noch gar nicht. Finde ich besser als Tropical, aber ein bisschen schlechter als Blau. Kriegt, glaube ich, so eine 8,5 von 10. Alles so im 8er, 9er Bereich, finde ich. Drumherum alles sehr, sehr köstlich und werde ich mir gönnen. Aber jetzt, ich habe schon viel zu viel getrunken. Ey, oh mein Gott, mein Bauch. So, mein Bruder Marlon probiert jetzt auch nochmal zum allerersten Mal Gönnergy, schon gekühlt. Wow. Ja, man merkt den Cheesecake. Der ist saftig, knaftig. Ja, bis nach Fanta gefühlt, aber Maschallah, auch gut, ja, definitiv. So, dann kriegst du jetzt noch zum Schluss nochmal den Blauen. Darauf bin ich gespannt, weil ich mag ja eigentlich nicht so Kokosnuss, aber Blaubeere ist, glaube ich, nice. Ja, der ist gut. Dein Favorite, wie würdest du alle bewerten? Also, sind wir ehrlich, das ist so die Reihenfolge am besten. Zwei besten und am schlechtesten. Also, nicht schlecht, aber also, der gefällt mich am meisten. Gönnergy, auch dir. Eins. Ja, die restlichen Dinger wandern jetzt bei mir im Kühlschrank. Ich hoffe, dass ich immer noch mal ein paar bekomme, falls irgendwie Besuch da ist, dass die sich dann hier auch Gönnergy gönnen können. Ich persönlich finde das ein sehr, sehr geiles Produkt. Man sieht auch nirgendwo irgendwie Fett Monte drauf gedruckt oder so. Sondern hier steht einfach nur First Edition bei Monte. Finde ich auch sehr, sehr verantwortungsvoll, wie er das Produkt jetzt gestaltet hat, weil schau dir eine Shirin David an, die dann irgendwie Alkohol in ihre Getränke haut, obwohl die junge Zuschauer haben, eine Shirin David oder auch in Monte. Und dass hier sehr, sehr gut damit umgegangen wird. Zero-Getränk, Koffein, viel, viel gesünder. Klar, sollte man jetzt nicht 5 Dosen am Tag trinken, aber finde ich persönlich ultra nice. Sehr, sehr gelungenes Produkt. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen oben da. Probiert das unbedingt mal. Gebt den Ganzen eine Chance und nicht irgendwie abstempeln als Influencer-Produkt. Eh wieder nur irgendwie, hält eh nur einen Monat lang und dann wieder nicht. Finde ich persönlich ultra nice. Kommt in meinen Kühlschrank, werde ich trinken. Ich habe viel erwartet, ich habe viel bekommen und ich, ja, Blau, definitiv aktuell Favorite. Vielleicht ändert sich das nochmal über Blaustößchen. Gönnt euch jede Sorte und jetzt, ja. Oh, mein Bauch, ey.